Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, zum Fall Harbor DLC. Wir befinden uns oben auf der Sternwarte auf Arcadia. Da haben wir von drinnen schon mal hochgeschaut. Unter uns ist der Raum, in dem Dima angeschlossen wird. Und ich dachte mir mal, wir beginnen die Episode von hier oben mit einem Blick über die Insel. Und man sieht wirklich, überall ist der Nebel. Nur hier oben ist der Nebel nicht. Also haben die Synths wirklich vielleicht sogar was damit zu tun, dass die den Nebel erzeugen? Denn Arcadia hat uns so gut aufgenommen. Ich kann es immer noch kaum glauben. Ja, denn wir haben ja schon mitbekommen, dass die auf jeden Fall was mit den Nebelkondensatoren zu tun haben. Also die Synths haben wohl die Kondensatoren gebaut, so wie ich das richtig verstanden habe. Und das heißt ja, dass sie damit den Kindern des Atoms ja quasi ein kleines Schnippchen geschlagen haben, denn die Kinder des Atoms wollen ja, dass alles möglichst verstrahlt ist. Bist du auch irgendjemand? Nein, du bist nur ein ganz normaler Flüchtling. Es sind auch ein paar Leute dazugekommen jetzt hier. Die meisten heißen allerdings Synth-Flüchtling. Ich weiß nicht, ob die vorher schon da waren und mir das nur nicht aufgefallen ist. Oder ob die jetzt irgendwie aus ihren Löchern gekommen sind, nachdem wir hier die Gespräche geführt hatten, beziehungsweise nachdem wir das Gespräch belauscht hatten zwischen Dima, Chase und Faraday. Und jetzt möchte ich auf jeden Fall als erstes mal mit Dima sprechen. Ich glaube, wir können ihm da vertrauen, dass wenn wir ihm sagen, dass wir wissen, was Sache ist, dass er uns vielleicht sogar Antwort gibt. Hey, Dima. Kann ich irgendwas tun? Ich weiß, du hast einige deiner Erinnerungen in einer alten U-Boot-Basis zurückgelassen. Du hast Angst, dass die Kinder des Atoms sie finden. Du warst fleißig. Ich hatte gehofft, dass du dir die Zeit nimmst, um uns besser kennenzulernen. Irgendwie hast du das ja auch. Vielleicht ist das für uns beide eine Gelegenheit. Bei meinen Leuten bestünde das Risiko, dass die Kinder des Atoms sie erkennen. Aber du bist neu auf der Insel. Genau, und ich habe eine Rüstung. Keiner weiß, wie ich aussehe. Was hast du vor, Dima? Bevor ich anfange, wie viel weißt du? Hast du Fragen an mich? Zu Fall Harbor, den Kindern des Atoms oder meinen Erinnerungen? Ich dachte, an deine Erinnerungen erinnerst du dich nicht. Du hast deine Erinnerungen zurückgelassen? Wie geht das? Als Synth-Prototyp ist meine Speicherfähigkeit begrenzt. Ich habe Computer genutzt, um sie zu erweitern, um mir Platz zum Denken zu verschaffen, um neue Dinge zu sehen. Ich musste einige meiner frühesten Erinnerungen zurücklassen, als ich den Kindern des Atoms die U-Boot-Basis überließ. Ich dachte, sie wären dort sicher. Oh, du sorgst für Fahrhabers Sicherheit. Nicht ganz. Ihre Unabhängigkeit ist ihnen wichtig, aber der Nebel breitete sich immer mehr aus. Also schlug ich ihnen einen Handel vor. Wir gaben ihnen die Technik, um den Nebel fernzuhalten, und sie wurden zu unserer Verbindung zur Außenwelt. Eine sichere Anlegestelle und ein Ort, um Vorräte zu kaufen. Leider sehen die Kinder des Atoms den radioaktiven Nebel als heiliges Zeichen. Und aufgrund ihrer blutigen Geschichte mit Fall Harbor ist unsere Beziehung nicht die beste. Okay, die Synths stehen also dazwischen. Die Kinder des Atoms auf dieser Insel? Du hast ihnen geholfen? Ja, ich weiß, ihre Verehrung der Strahlung als eine Art Gott ist etwas ungewöhnlich. Aber ich will mir kein Urteil erlauben. Ich habe in der U-Boot-Basis gelebt, als Martin und seine Anhänger dort ankamen. Sie waren wegen ihres Glaubens aus Fall Harbor vertrieben worden. Als ich ging, um Arcadia zu gründen, wusste ich, dass die Basis in sicheren Händen war. Sie brauchten eine Heimat, einen Ort, an den sie gehören. Genau wie ich. Aber Martin ist verschwunden und sein Nachfolger Tactus will den Streit mit Fall Harbor beenden, indem er den Nebel die Stadt verschlingen lässt. Ich weiß, was ich wissen muss. Dann ist mein Plan ganz einfach. Gib dich als Rekrut aus und infiltriere die Kinder des Atoms. Verschaff dir Zugang zu ihrer Basis. Du findest meine Speicherbänke in der alten Kommandozentrale, geschützt durch einige Vorkriegssicherheitsmaßnahmen. Ich werde dir das Programm geben, das du brauchst, um auf meine Erinnerungen zuzugreifen. Bring mir alles, was du rausfinden kannst. Das wird anders sein als das Hacken sonst. Du wirst in mein geistiges Netzwerk einbrechen. Es wird dich als Eindringling sehen. Ich habe das Programm mit Anweisungen von mir geladen, die dir helfen werden.
Es ist leider schwierig zu erklären, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Also, wie funktioniert das Programm? Da ist ein normales Terminal mit einigen Erweiterungen. Mit dem Programm kannst du auf das Terminal zugreifen. Sobald du versuchst, eine Erinnerung zu holen, könnte sich deine Perspektive etwas verschieben. Keine Panik. Das Programm erklärt dir alles, sobald es nötig ist. Okay, das klingt auf jeden Fall interessant. Ich besorg deine Erinnerungen, Dema. Die Kinder des Atoms konnten die Vorkriegssicherheitsmaßnahmen hoffentlich nicht überwinden. Das heißt aber, dass du das jetzt schaffen musst. Noch eine Sache, bevor du gehst. Was du auch immer tust, greif die Kinder des Atoms nicht direkt an. Das oberste Ziel muss Frieden sein. Wenn du sie angreifst, sehen sie sich im Krieg mit der Außenwelt. Diese verrückten Fanatiker im Nukleus kann ich nicht leiden. Gegen Gewalt hätte ich nichts einzuwenden. Hoffentlich kommt's dazu. Beruhige dich, Longfellow. Werden wir nicht die Situation eskalieren lassen, genau wie Dima das sagte. Ich bin auch dafür, eine friedliche Lösung zu finden, genauso wie ich es im Hauptspiel auch war. Und da habe ich es eigentlich auch so gut es geht geschafft, indem wir uns den Minutemen angeschlossen haben. Mussten wir nur das Institut zerstören. Irgendwas mussten wir nochmal zerstören. Eine komplette friedliche Lösung gab es leider nicht. Oder wir hätten die Hauptstory nie durchspielen dürfen, dann ja. So, dann reden wir mal mit Kazumi. Oh, hier ist Alu. Alu, nehmen wir mit. Dimas früheste Erinnerungen sind in den Händen der Kinder des Atoms. Er hat Angst vor dem, was sie herausfinden. Darum ging es bei diesen möglichen Opferzahlen also? Dima wollte die Insel nicht vernichten. Er hatte Angst, dass das die Kinder des Atoms tun? Oder verbirgt er noch immer etwas? Was sind das für Erinnerungen, dass er sie zurücklässt? Steckt da wirklich etwas Gefährliches drin? Hast du einen Weg gefunden zu seiner Erinnerung? Und an den Kindern des Atoms musst du auch noch vorbei. Belohnung? Haben wir überhaupt was über die Belohnung ausgemacht? Dafür werde ich aber bezahlt, oder? Keine Sorge, ich habe Geld. Außerdem bekommst du noch Dimas früheste Erinnerungen. Er hat fast ein Jahrhundert auf der Insel gelebt, bevor er Arcadia aufgebaut hat. Er weiß doch bestimmt von irgendeinem Schatz, meinst du nicht? Na, ich glaube nicht. Die Kinder des Atoms? Was weißt du über sie? Ich habe vor einiger Zeit im Commonwealth von ihnen gehört. Verehren die Strahlung oder so. Ich war nicht lange in Far Harbor, aber ich weiß, sie sind dort sehr verhasst. Ich habe zufällig gehört, wie jemand darüber sprach, ein Missionar der Kinder zu töten. Ich verstehe Dimas Sorge. Wir müssen nur sicher gehen, dass er nicht noch etwas im Schilde führt. Ich habe dieses Programm von Faraday und Dima. Damit soll ich Zugang zu den Speicherbänken erhalten. Wirklich? Und wie funktioniert das? Als ich mir die Computer dort angesehen habe, saß Dima auf seinem Stuhl. Den habe ich angezapft. Vielleicht musst du dich, naja, so an die alten Speicherbänke anschließen wie er. Mit einer Verbindung zwischen deinem Kopf und dem Computer. So ist es bestimmt. Dann würde Faradays Programm Dimas Gedanken und Daten übersetzen und dir helfen, mögliche Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Tut mir leid, ich spekuliere nur. Es ist nur, das ist ziemlich spannend, oder? Erzählst du es mir, wenn du was rausfindest? Ich behalte hier so lange alles im Auge. Das mache ich. Ich finde Dimas Erinnerungen. Dann können wir weitersehen. Viel Glück. Juhu, sehr cool. So, die Frage ist, gehen wir jetzt sofort zu den Kindern des Atoms? Ich glaube, eigentlich eher nicht. Der Segen des Vergessens verschaffe dir Zugang zu Dimas Terminal. Zu Dimas Terminal? Aber nicht hier, oder? Sondern bei den Kindern des Atoms. Damit ist das Terminal gemeint, oder? Wo war denn die Treppe? War doch hier irgendwo. Ja, gehen wir jetzt direkt zu den Kindern des Atoms? Ich glaube eher nicht, oder? Ich wollte mich hier nochmal umschauen auf der mittleren Etage. Da waren nämlich ein paar Synths. So, Dijin, den kenne ich. Esther kenne ich. Dann, oh, da war noch irgendwas, was ich mitnehmen konnte. So. Dann, wen haben wir denn hier? Wer bist du denn? Von außen sieht Arcadia nicht sonderlich beeindruckend aus, aber zu mehr reicht es leider nicht. Es ist sicherlich nicht das, was ich erwartet hatte, aber
Es bedeutet, dass es Hoffnung gibt, oder? Warst du enttäuscht von dem, was du gefunden hast? Ich meine, ich will nicht undankbar klingen. Ohne Arcadia und Dima wäre ich jetzt vermutlich tot. Schätze, dass ich mir irgendwie einfach mehr erhofft hatte. Direkt nach meiner Flucht wusste ich nichts mit mir anzufangen. Ich war verloren, verängstigt. Aber ich habe Gerüchte über Chase gehört. Und darüber, dass sie Menschen an einen sicheren Ort bringt. An einen Ort nur für uns. Und jetzt bin ich hier. Wie auch immer es weitergeht. Nun, ich hoffe, das war es wert. Geht mir genauso. Ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin als tot. Also die Leute scheinen nicht so begeistert zu sein von hier. Das haben wir jetzt schon öfter gehört, dass die Leute hier auch nicht wirklich glücklich sind. Und das ist es eben auch. Also genau das, was ich glaube, er hier meinte, Cock, dass man sich von allem befreien... Oh, Jules, ich kenne ihn noch nicht. Es ist sinnlos, mit mir zu reden. Mein Kopf macht mich fertig. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Was ist los? Wir machen es trotzdem, obwohl ich nicht reden will. Gott, lass jemanden bei dir eine Gedächtnislöschung verbocken und schau, wie du dich fühlst. Dann reden wir weiter, okay? Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Ja, schon gut. Hättest du auch nicht können. Vergiss es. Können wir dir nicht irgendwie helfen? Ich bin einfach nicht für soziale Interaktion geschaffen, okay? Okay. Wenn Dima nicht wäre, wären wohl, die meisten kennen wir schon. Uns jetzt wohl tot. Ja, Cock meint ja, man soll sich von allem befreien, dann ist das Leben einfacher. Aber irgendwie geht dann auch der Sinn des Lebens verloren, finde ich. Also, wenn man für nichts mehr lebt und hier leben alle mehr oder weniger für nichts, habe ich so das Gefühl. Sie sind irgendwie nur hier drin eingeschlossen, mehr oder weniger. Nur um zu überleben, aber ein wirkliches Leben? Das ist ja nicht so, ne? So, dann schauen wir uns mal wieder ein bisschen auf der Insel um, würde ich sagen. Ich glaube, die Kinder des Atoms besuchen wir jetzt noch nicht direkt. Wir haben ja noch so ein paar Nebenaufgaben, die wir erfüllen können. Und nachher verscherze ich es mir ja schon mit einer der Fraktionen, das möchte ich natürlich nicht. Spectacle Island hat sich erfolgreich verteidigt. Da bin ich sehr stolz auf euch, Jungs und Mädels. So, hier sollen wir mit Brooks sprechen und die Bruderschaft informieren. Ja, okay, die Bruderschaft möchte ich aber nicht informieren. Mit Brooks sprechen könnte ich da. Dann hier können wir die Fallensteller killen. Oh, ich würde sagen, wir gehen mal hier rüber Richtung Südost ist das. Südost. Okay, das müsste dann dieser Questmarker vielleicht sein. Vielleicht werden uns eines Tages auch andere so annehmen, wie wir sind. Und gehen mal da zu diesem Schiff und machen da die Fallensteller platt. Mal ein bisschen Action wieder diese Episode. Wir haben jetzt 2 Episoden lang nur gequatscht. Aber Arcadia ist schon echt sehr cool. Also, sehr atmosphärisch und auch cool gelöst mit dieser, Optionen, den Leuten zu lauschen. Ich überlege gerade, ob es das schon mal gab, sowas in Fallout, wo man dann so ein Gespräch belauschen musste und... Ich habe hier übrigens eine neue Waffe dabei, Flinty, habe ich sie genannt. Das ist im Prinzip die Flinte, die wir vorher schon hatten, nur die Endlos-Variante, die wir gefunden hatten. Und ich habe aber den Schalldämpfer mal weggelassen und habe dort einen Kompensator dafür drauf gebaut. Oh, hier gibt's wilde Mutterbären. Sehr schön. Upsala. Also, falls ihr wilde Mutterbären braucht für eure Käfige, ich weiß noch, für irgendeinen Käfig von Wasteland Workshop brauchte man die wilden Mutterbären. Dann hier auf der Insel gibt's auch welche. Oder eine zumindest. Das hier? Ein alter Fernseher. Strahlt auch ein bisschen hier. Okay, das ist der Nebel, der strahlt immer. So, da kriegen wir das Schiff schon angezeigt auf der Karte. Ah, die Insel ist schon sehr cool gemacht. Also, wie gesagt, ich sag das ja so oft, dass für mich ja die Welt in Fallout 4 der Star ist.
des Spiels, eigentlich nicht die Story, obwohl ich das Gefühl habe, dass hier in Far Harbor die Story wesentlich besser ist als die der Hauptgeschichte des Hauptspiels. Ja, und dadurch, dass die Welt der Star ist, damit meine ich, dass es halt überall so kleine Sachen zu entdecken gibt, die einfach so schön sind und geschafft, so atmosphärisch und dieses ganze Endzeit-Feeling so, ja, so gut umsetzen einfach. Da hat doch gerade eben einer auf uns geschossen, oder? Ich habe so ein... Es hat sich so angehört, als würde so eine Kugel an uns vorbeirauschen. Ich hasse es, so ungeschützt rumzulaufen. Was schwimmt denn da? Legendärer Meierlock-König. Oh Gott. Ich glaube, wir haben hier bei mir. Wir haben jetzt hier keinen Schalldämpfer mehr. Das heißt, wir ziehen natürlich jetzt hier die ganze Aufmerksamkeit auf uns. Aber wir haben endlich mal gesehen. Nikolurks sterbt. Haben wir alle? Was der Legendäre bei sich hatte, das ist eigentlich das Entscheidende. Das ist aber auch mal schon mal wieder cool, mit nicht schallgedämpften Waffen um sich zu ballern. Und immer dieses Schallgedämpfte ist auch ein bisschen nervig, ne? Muss man schon zugeben. Und mit diesen leisen Knarren. Aber ja, mal ein fettes Grillfestival. So wie es aussieht. Hier hat noch einer eine Zigarre geraucht. Lecker Fisch. So, aber von den Fallenstellern hat das noch niemand bemerkt. Die haben bestimmt ihre Siedlung da oben. Da werde ich mal hier rumgehen. Haben wir eigentlich noch ein Level-Up gehabt? Nee, blöd. Ich dachte, ich könnte mal wieder einen Skillpunkt verteilen, aber da war wohl nix. Ah, guck mal, wie schön der Wald einfach ist. Und dann hier, wie das Licht herum durch die Blätter strahlt. Und dann diese Festung hier. Herre. Oh, da kommt einer. Hat er uns schon gesehen? Augen auf. Nee, nicht richtig, das aufsetzt. Ich wollte eigentlich das Geistgewehr rausholen. Gaussgewehr, nicht Geist. Aber jetzt ist es zu spät, jetzt haben sie die Fallenstelle entdeckt. Ich habe mir das Gefühl, ich habe ein bisschen mehr Durchschlag, seitdem das Ding keinen Schalldämpfer mehr hat. Das könnte aber auch sein, dass es einfach brachialer klingt und dass man deswegen nur einfach nur das Gefühl hat. Bitch. Denkst du, in deiner Bauerrüstung kannst du was reißen, oder was? Und ich dachte, dass das eine Herausforderung sein könnte. Wuhu, der hat aber seine Knarre ganz schön nochmal durch die Gegend. Oh, das war's schon. Ich musste nur den Anführer killen. Aber ich will natürlich jeden töten. Und mir das ganze Schiff auch mal anschauen. Kommt, zeigt euch mal. Ihr seid sehr defensiv. Ja, ja, der Nebel holt mich. Ich würde gleich meine Flinky holen. So, aber erstmal hole ich mir das hier. Bevor hier irgendjemand sich irgendwas holt. Ach, da oben ist noch einer. Du bist relativ ohne Deckung, das ist schlecht für dich. Komm schon, jawohl. Ich will immer die ganze Zeit nachladen. Ich drücke immer die Nachladetaste. Sobald ich einen gekillt habe, aber das brauche ich ja gar nicht. Aha.
Da sind aber noch einige auf dem Schiff unterwegs. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich nicht von so einer Granate getötet werde. So viel Energie habe ich nämlich gerade auch nicht mehr. Da ist auch noch irgendwo ein Legendärer. Ich sehe ihn nur nicht. Da hinten ist noch einer. Von hinten wurde ich jetzt auch noch angeschossen. Wir wärmen uns gerade erst auf. Ich esse mal was. Nur damit ich nicht hier einfach krepiere, so aus heiterem Himmel. Mhm. Mal den Redhirsch. Kochtes Weichschalenfleisch. Wo hab ich das denn her? Gemüsesuppe. Hab ich sonst noch irgendwas dabei? Das war alles, was ich dabei habe? Okay. Da ist noch einer. Das ist auch so ein Granatenarsch. Das ist doch so ein legendärer Arsch. Autsch. Longfellow. Ah, das sind echt Arschgeigen, ne? Die verstecken sich da die ganze Zeit. Ich muss aufs Boot, das dauert sonst ewig hier. Ist hier irgendwo ein Übergang? So, das ist nett von dir, dass du mal einer derjenigen bist, die hier wirklich bereitwillig zu mir kommen und zu sterben. Das bringt doch eh nichts, sich hier stundenlang zu verstecken. Das ist eh unvermeidbar. Ist auch noch ein legendärer. Komm schon, stirb! Der da irgendwie im... Ne, der guckt so um die Ecke, ne? Die Legendären machen auf jeden Fall viel Schaden. Muss man den schon lassen. Ich sehe die Kackspacken halt nicht, ist das Problem. Ich muss mal hier rüber. Das war knapp. Ich hab mich fast verschätzt. So. Erstmal du. Haben wir da irgendwie runtergerutscht, der Typ. Klingeling. Der Eismann ist da. Habt ihr den gesehen? Wer ist denn der jetzt? Wer war denn das jetzt, der da? Du bist der... Nee, du bist auch nicht der legendäre Typ. Müssen wir gerade was essen. Hier Müllsup. Ein Redhirsch nehmen wir auch noch. Haben wir noch irgendwo... Hier leben auf jeden Fall noch welche. Die legendären Spackos von hier hinten. So, Nummer 1. Wo ist der zweite Typ? Hier ist noch irgendwo einer. Sag mal. Da unten? Das muss ich mir gleich auf jeden Fall auch noch angucken. Jetzt versteckt sich ja nicht die ganze Zeit. Komm schon, zeig dich. So, endlich. Ja, Mann, es kommen immer wieder neue, habe ich das Gefühl. Was für lustige Anzüge die anhaben. Das sieht aus wie so ein Briefkasten oder so, hat der auf dem Kopf. Ist da oben noch einer?
Ah, hier gibt's einen Fahrstuhl nach unten. Wo schießt der denn? Ach, da unten. Das Wasser ist ja ganz flach hier. Oh, stirb endlich. Ich schau mir das gleich alles genauer an hier, wenn wir die anderen getötet haben alle. Das hast du dir einfacher vorgestellt, was? So, hier muss ja irgendwo noch einer leben. Was ist er denn? Sind die Legendären alle getötet? Ich seh's. So. Jetzt haben wir erstmal so das Gröbste erledigt hier. Ich kann mich jetzt erstmal genauer umschauen hier auf dem Schiff. Fangen wir mal hier hinten an. So, den habe ich geplündert schon. Hier bin ich auf jeden Fall auch schon drin gewesen. Ist nichts Interessantes. Ich brauche jetzt auch nicht alles plündern. Wie gesagt, wir sind ja im Hauptspiel im Prinzip schon durch. Das heißt im Prinzip, wir sind durch. Gibt es eigentlich nach Far Harbor noch ein DLC? Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, speziell von euch, dass da angeblich noch mehr DLCs kommen sollen. Aber als Fallout rausgekommen ist und der Season Pass ja veröffentlicht wurde, als er noch 30 Euro gekostet hat, da wurde ja gesagt, es wären nur 3 DLCs. Und zwar Automatron, West End Workshop und Far Harbor. Das stand schon fest, dass es die 3 sind. Und dann haben sie aber gesagt, wir machen jetzt den Season Pass teurer, weil die DLCs irgendwie doch größer sind als gedacht, beziehungsweise weil irgendwie doch noch DLCs nachgelegt werden. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt, ob jetzt nach Far Harbor noch ein DLC kommt und deswegen auch der Season Pass teurer geworden ist. Und alle Leute, die Glück hatten und den vorher gekauft haben, so wie ich, für 30 Euro dann trotzdem noch das andere DLC, was nach Far Harbor kommen soll, oder die DLCs sogar, die danach kommen sollen, dann auch noch bekommen. Das weiß ich aber, wie gesagt, nicht. Also, falls ihr da irgendwelche Infos drüber habt, dann schreibt mir das gerne mal. Ich weiß nämlich nichts drüber, ob danach nochmal ein DLC kommen soll. Boah. Alter. Longfellow. Tackle mich nicht so. Wir sind hier nicht beim Football, wir sind hier auf Far Harbor. Hast du was verwechselt? Mal schauen, was die hier noch haben. Das sind auf jeden Fall hier die Fallensteller, sind die Raider von Far Harbor. Guck mal. Modische Brille. Saß hier einer. Hat die Sonne genossen. Schauen wir mal, was hier los ist. Die haben sich hier auf jeden Fall schön gemacht in ihren Überseecontainern. Fast wie auf dem Kreuzfahrtschiff. So schön ist das hier. Was haben wir denn da? Ein Teddy im Gefängnis. Oh. War auch noch eine Leiche. Ich glaube, dann haben wir hier soweit alles gesehen. Hoffe ich. Da war ich überall. Da hinten könnten wir den Fahrstuhl runternehmen. Mache ich, glaube ich, auch. So. Dann komme ich nämlich auch wieder hoch. Wenn ich den Fahrstuhl nehme. Wenn ich einfach runterspringen würde, ne, müsste ich außen rumlaufen. Macht Sinn, oder? Was ich da erzähle. So, hier unten haben wir auch noch irgendwo einen erschossen. Boah, hier sind ja noch voll viele Wohnsiedlungen, sag ich jetzt mal. Also, wo die halt Wohnsiedlungen reingebaut haben, die Kerls. Ah, wir können wieder einen Skill auswählen. Sehr schön. Stimmt, wir hatten ja ein Level Up.
Muss ich auch gleich noch machen. Vielen Dank, liebes Spiel. Haben wir jetzt hier alles gesehen? Oh, hier hat einer seinen Teddy. Oh, ein ganzes Billardspiel. Ich würde die ganzen Sachen immer so gerne mitnehmen und die Kugeln auch. Man kann das ja mitnehmen und dann theoretisch auf dem Billardtisch, den wir zu Hause in Sanctuary haben, die Kugeln hinlegen. Nur leider, es ist immer noch verbuggt. Wenn man die Kugeln nämlich hinlegt oder auch allgemein die ganze Deko, alles was man so hinstellt, nicht, was man, Sachen, die man nicht über das Baumenü baut, sondern einfach so in die Gegend platziert, die fallen irgendwie mit der Zeit durch die Gegenstände durch. Was ich voll blöd finde, denn ich hatte mal ganz viele Billardkugeln gesammelt und die dann extra auf den Billardtisch so arrangiert und auf einmal waren die weg. Genau wie die Nachttischlampen und so. Die sind dann irgendwie alle durch den Nachttisch durchgefallen und standen dann halt im Nachttisch auf einmal und nicht mehr oben drauf. Hier haben die hier geangelt durch das Loch. Naja gut, was heißt aber das Wasser sieht irgendwie komisch aus hier. Irgendwie nicht so lecker. Sind die Fische doch bestimmt auch nicht lecker. So Schätze haben wir jetzt hier aber noch nicht gefunden bisher und ich glaube, ich befürchte, dass wir die auch nicht mehr finden werden. Die blöden Fallensteller sind alles arme Schlucker. Es soll ja auch neue Waffen geben. Wie gesagt, wir haben ja schon zwei, glaube ich, sogar schon gefunden. Eine Harpune und was waren das andere noch? Ich meine, es waren nämlich zwei. Aber die waren irgendwie kacke. Ich fand jetzt die Harpune irgendwie nicht so geil. Erstmal braucht die irgendwie 10 Minuten, um nachzuladen. Hat nur einen Schuss, logischerweise. Ist halt eine Harpune und kein Maschinengewehr. Aber wenn dann muss der Gegner auch mit einem Schuss dann tot sein, wenn er so lange nachlädt. Aber die war irgendwie mega ungenau. Man hatte irgendwie kein richtiges Fadenkreuz. Okay, ich habe sie auch noch nicht gemoddet. Vielleicht konnte man sie noch modden. Das müsste ich eigentlich mal gucken, bevor wir das Spiel hier komplett durchgespielt haben. Ich kenne mich ja. Ich entdecke sowas dann immer erst, wenn es schon zu spät ist. Plasma-Kacke. So, hier haben wir den einen Typen noch erschossen. Oh, der hat ein Scharfschützengewehr dabei gehabt. Hier liegt noch ein Bröckchen. Das ist scheinbar richtig geplatzt, der. Schauen wir hier noch schnell nach und dann haben wir das hier auch schon geschafft. Die Lunchboxen gehen jetzt nicht mehr auf, wenn man sie plündert. Haben die ja sonst immer DEET gemacht, dann ist irgendwas rausgefallen, was lustig ist. Aber das machen die irgendwie nicht mehr jetzt hier seit dem DLC. So, boah. Das hat sich aber gelohnt. Dafür, dass es nur ein Einsteiger oder verbessert war der, glaube ich, nur. Gut, liebe Leute, dann soll es das gewesen sein. Wir haben hier soweit alles entdeckt. Ich schaue mal gerade auf die Karte, ob die ganze Sache auch inzwischen jetzt schon abgeschlossen ist. Ja, abgeschlossen. Und wir haben die Quest dann auch beendet, denke ich. Dann können wir in der nächsten Episode eigentlich mal hier nach Far Harbor vorbeischauen und dort die Quests abgeben, die wir bis jetzt schon geschafft haben. Hier sollen wir noch Speicherlaufwerke beschaffen. Okay, und da ganz im Süden sollen wir noch die Fallensteller in Anführer eliminieren. Okay, das machen wir vielleicht auch nächste Episode. Schauen wir mal. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.